Herzlich willkommen, schön, dass wir alle hier sind. Ich habe ja längere Zeit nichts mehr hören lassen von mir. Das hatte verschiedene Gründe. Erst Zeitmangel, dann ein Rechnerwechsel, ein Ortswechsel und auch eine Sinnkrise, dass ich mich gefragt habe, was macht überhaupt noch Sinn an Beiträgen zu bringen. Und ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gespürt, das Gute gewinnt. Und diese Erkenntnis, die war jetzt keiner rationalen, verstandesmäßigen Erkenntnis geschuldet oder begründet, sondern es war einfach eine pure, direkte Wahrnehmung und meines Erachtens kein Wunschdenken, sondern tatsächlich, und ich behaupte, das unterscheiden zu können, eine Wahrnehmung eines Zustandes. Woran ich das ausmache, kann ich nicht rational begründen. Wir leben ja in bewegten Zeiten. Viele sind am Rande der Verzweiflung. Manche sind in freudiger Euphorie. Andere wiederum sagen, es sieht sehr schlecht aus. Und alle möglichen Schattierungen dazwischen, stimmungsmäßig, sind auch vorhanden. Ich will jetzt gar nicht auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen oder tagesaktuelle Ereignisse eingehen. Das machen andere, die können das gut. Sondern ich wollte einfach mich mal wieder zu Wort melden und dir eine schöne Zeit wünschen und ankündigen, dass ich noch nicht meine Arbeit ganz eingestellt habe, sondern wie gesagt, es kommt wieder etwas. Was ich konkret in Arbeit habe, ich habe die Hälfte dieses Buches bereits eingesprochen und werde es auch visualisieren. Was wollte ich euch noch mitgeben? Ein paar Gedanken zur Welt und der Erde und eben zum Begriff der Wissenschaft und Fiktion. Im Englischen auch Science Fiction genannt. Erinnert ihr euch noch? Es gab doch mal diese Science Fiction Serie, die begann immer mit den Worten: Der Weltraum, unendliche Weiten. Was ihr hier um mich rum seht, ist eine computergenerierte Grafik. Eine Videoschleife, die sich alle 19 Sekunden wiederholt, wobei man Anfang und Ende dieser Schleife nicht sehen kann. Aber wenn wir uns mal vorstellen, wir fliegen so durch das grenzenlose Weltenall, ja, dann könnte es passieren, dass wir hier herauskommen, wobei das natürlich auch eine computergenerierte Grafik ist. Ich möchte das nur als Beispiel nehmen, um darauf hinzuweisen, dass vieles in unserer Welt kein Wissen, sondern Glauben ist. Denn vieles von dem, was uns als Wissen vermittelt wird, das können wir gar nicht selbst überprüfen. Und deswegen, wenn man es ganz genau nimmt, ist es mehr Glauben als Wissen. Es kann sein, dass es wahr ist, auch wenn wir es nicht überprüfen können. Aber wenn man es wirklich ganz genau nimmt, ist Wahrheit nur das, was wir selbst beweisen können. Ich selbst war jetzt zum Beispiel nie auf 60.000 Kilometern Sichthöhe. Und deswegen, ich möchte hier keine Weltbilddiskussion entfachen, sondern einfach nur das als Beispiel nehmen. Ich kann das nicht überprüfen, ob diese Darstellung hier realistisch ist oder nicht. Ich selbst habe es noch nie aus dieser Perspektive mit meinen eigenen zwei Augen gesehen. Übrigens, natürlich gibt es im Weltenall auch kein Oben und Unten. Deswegen unser gewohntes Bild von Nord-Süd ausgerichteten Karten ist auch eine Fiktion. Diese gelben Linien, sprich die Ländergrenzen, sind auch eine Fiktion. Und so vieles in unserer Welt ist eine Fiktion.
Genauso auch Theorien, wie zum Beispiel die Urknalltheorie zur Entstehung der Erde. Und dann, was sagen denn da die Experten? Am Anfang war das Nichts und dann ist zufällig das Nichts explodiert. Man könnte jetzt spöttisch fragen, ja, wenn es keinen Raum gab, an welcher Stelle ist es denn dann explodiert? Nun ja, lassen wir das. Das Nichts ist zufällig explodiert, dann folgten noch 100 Milliarden weitere Zufälle oder 100 Billionen, man kann es gar nicht zählen, weitere Zufälle und daraus entstand dann das Leben. Zuerst mal sämtliche Elemente, Sterne, Planeten, dann eben Stein, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Pflanzen, Tiere, der Mensch, ja, und den Geist wollen wir ja auch nicht ganz vergessen, ne? Ist das plausibel, dass es einen Anfang gab und dass alles sich zufällig entwickelt hat? Hey, wo ist da der Antrieb? Wozu denn das alles, wenn es nur Zufälle sind? Also, für mich klingt das nicht sehr plausibel. Wenn wir unsere unmittelbare Umwelt und Umgebung anschauen, dann kommen wir eher zum Schluss, zumindest ich, dass da intelligente Gestaltung dahinter steckt. Die Evolutionstheorie hat so viele Probleme, die sie nicht erklären kann, zum Beispiel die nicht reduzierbare Komplexität oder. Ja, aber wir hängen hier in Weltbildern fest und Welt ist eben nicht das gleiche wie Erde. Welt ist Weltanschauung, Weltbild, also unsere Vorstellung, unsere Art und Weise, wie wir die Dinge betrachten und wie wir miteinander interagieren. Und es gab schon viele Glaubenskriege, aber seit der Aufklärung, sage ich mal, hat sich die Wissenschaft nach vorne gesetzt und wir haben den Eindruck, dass wir immer nur Wissen dazu gewonnen haben und dass nie irgendetwas Altes verloren gegangen sei, was auch reiner Glaube ist. Und viele Wissenschaften haben sich weiterentwickelt mit Annahmen, die auf Annahmen aufbauen, die wiederum auf Annahmen aufbauen und so weiter. Und da ist der Fortschritt dann nicht unbedingt etwas Gutes. Wir haben immer noch die Vorstellung, dieses Newton'sche Weltbild, dass eben Atome durch den Raum schwirren und Bindungen eingehen. Nur hat sich halt herausgestellt, dass wenn wir mal mit dem Mikroskop genauer hinschauen oder mit noch immer weiter sich entwickelnden technischen Möglichkeiten, wir versuchen ins Detail zu schauen, in den Mikrokosmos, dann bleibt immer weniger übrig von der ach so festen Materie. Wenn wir jetzt noch bessere technische Hilfsmittel hätten, würden wir wahrscheinlich feststellen, dass gar nichts übrig bleibt von der Materie und dann haben wir nur noch Information. Und dann kann man sich auch zum Gedanken hinreißen lassen, ich habe überhaupt keinen Beweis, dass irgendetwas außerhalb von mir überhaupt existiert. Nur wie können wir dann unsere gemeinsame Realität erleben und miteinander interagieren? Tja, wie ist das alles gebaut? Also wir hängen in dieser materialistischen Weltsicht fest, obwohl ja die Quantenphysik und deren Erkenntnisse nicht so neu sind, schon 80 Jahre oder so ungefähr auf dem Buckel haben. Dabei haben wir festgestellt, es gibt mehr, als wir sehen können. Und es gibt so viele Beispiele für
die Wissenschaft nennt es Psi-Phänomene. Aber zum Beispiel Telepathie, Fernwahrnehmung oder eben, wenn bei Nahtoderlebnissen jemand mit dem Geist, also körperlos, an einen anderen Ort ist und dort zum Beispiel etwas gesehen hat, das er danach nach der Rückkehr beschreibt und es stellt sich als wahr heraus und es war auch nicht planbar, sondern es liefert eindeutig einen Beweis, dass er mit seinem Geist dort war, ohne Körper oder ähnliche Beschreibungen, dass das Gehirn außer Funktion war und trotzdem war der oder diejenige in dem Moment sehend und fühlend. Das ist also so, der Materialismus kommt keine 5 Meter weit. Aber selbst mit oder die Wissenschaften, ich will ja nicht die böse Absicht per se unterstellen, die Wissenschaften haben sich eben fortentwickelt von der ganzheitlichen Betrachtung und Beobachtung unserer Umwelt hin zu einer ja, theoretischen Geschichte. Was wir hier gerade sehen zum Beispiel ist ein Starfort, eine Sternenfestung. In ähnlicher Struktur wurden früher ganze Städte gebaut, viele Städte, und man sieht es auf alten Karten auch noch. Und der Grund für diese Form war nicht allein die bessere militärische Wehrfähigkeit oder so, sondern damit kann man das nicht wegerklären. Es hat was mit Schwingungsfrequenzen und mit Resonanzphänomenen zu tun. Und diese Effekte konnten wir damals nutzen oder wussten darum, und davon ist heute nichts mehr übrig von diesem Wissen. Und geschah das mutwillig, die Zerstörung, oder ist es einfach nur verloren gegangen, so wie der NASA die Technologie zur Mondlandung verloren gegangen ist? Wie konnten bestimmte Zerstörungen geschehen? Es gab sicherlich Kataklysmen und der Mensch hat sich wieder aufgerafft. Aber was ist die treibende Kraft für die Art und Weise, wie wir uns entwickelt haben? Sind wir von Natur aus neidisch und machtgierig und wollen unseren Nächsten belügen, betrügen, bestehlen und bekämpfen? Oder gibt es eine unsichtbare Kraft oder unsichtbare Kräfte, vielleicht sogar unsichtbare Wesenheiten, die uns manipulieren? Vieles spricht dafür. Und dennoch wird uns so dieses Weltbild vermitteln, naja, es ist halt einfach dumm gelaufen. Wir haben uns selbst das alles eingebrockt. Unsere Destruktivität, sagt man das, unser destruktives Verhalten. Hier im Amazonasbecken sieht man, wie der Mensch sich hier so fischgrätenartig in den Wald hinein frisst. Woanders sind noch weit größere Flächen schon zerstört worden oder wurden, wie man so unschön sagt, nutzbar gemacht. Und die Strukturen der Städte hier zum Beispiel, die sehen ziemlich anorganisch aus. Er sieht fast aus wie wie auf einer Computerplatine. Aber ich springe immer so hin und her. Wenn du da nicht zuhören kannst, sei es dir gerne verziehen. Ich möchte auf eben diese Frage eingehen mit der Antriebskraft. Was treibt uns an und was ist unsere Natur? Oder gibt es überhaupt die eine Menschheit?
Oder kann es nicht auch sein, dass es mehrere Arten von Menschen gibt, in dem Sinne, dass manchen Menschen gewisse Seelenanteile fehlen oder auch sich diese noch nicht entwickelt haben und sie noch nicht aktiviert haben und deswegen das Verhalten so unterschiedlich ist. Das Amazonasbecken wurde ja auch jetzt bekannt in den letzten 20 Jahren durch die Ayahuasca-Rituale. Ayahuasca, für die, die es noch nicht kennen, das ist ein Gebräu aus mehreren pflanzlichen Zutaten, aber es geht darum, um die Wirksamkeit oder Wirksammachung, die Aktivierung von DMT, dass es oral wirksam wird. Da braucht man noch andere Substanzen, damit unser Enzymsystem das nicht sofort abbaut. Und die indigenen Völker im Amazonasbecken zum Beispiel, aber nicht nur, benutzen eben solche Techniken, um ihr Bewusstsein zu verändern und zu erweitern. Manche im Westen sieht das wohl als gefährlich und dämonisch oder so an. Aber ich will es ja auch nicht schönreden oder schlechtreden, sondern es sind Werkzeuge. DMT übrigens, Rick Strassman hat es mal als Molekül des Bewusstseins bezeichnet, aber DMT ist in fast allen Pflanzen irgendwie vorhanden. Und eben dieser krasse Gegensatz zwischen westlicher zivilisierter Welt und ursprünglicher Lebensweise, der kommt da eben auch zum Vorschein. Aber es fand leider so eine Art Tourismus statt ins Amazonasbecken, weil Menschen aus USA oder Europa auch mal so eine Erfahrung machen wollten. Und das hat natürlich unschöne Nebeneffekte gebracht, denn dann gab es auch viele Schamanen, die es nicht so gut gemeint haben oder es nicht wirklich drauf hatten. Und somit ist da ein berechtigter Zweifel, ob sowas immer gut ist. Ich will nur deswegen darauf anspielen, weil wir hier gerade sind, virtuell über dem Amazonasbecken und ein Reisebericht, der war mal wie folgt. Nicht nur hat derjenige plötzlich den Blickwinkel eines Wassermoleküls gehabt, das in einem Amazonas-Baumriesen die Kapillare hochsteigt und dann in einem Blatt endet, sondern auch zum Beispiel ein Schweben über der Landschaft. Oh, man sieht die Krümmung. Schön. Ein Schweben über der Landschaft. Und zwar genauso real wie das normale Erleben, wenn nicht sogar realer. Ganz ohne Simulationen oder ähnliches. Ich möchte nur sagen, unser Tagesbewusstsein ist sehr beschränkt, aber es ist nichts Verwerfliches, wenn man mal kurzzeitig den Schleier lüften kann und sehen kann, was noch so alles da ist und zu was der menschliche Körper an Wahrnehmungsfähigkeit überhaupt wirklich imstande ist. Natürlich ist das nicht alltagstauglich und es reicht auch eine oder zwei gute Erfahrungen und danach geht es nur darum, das ins Leben zu integrieren, diese Erkenntnisse. Und man kann es auch nicht mit Worten beschreiben. Aber der krasse Gegensatz dazu ist eben die westliche Mentalität der Gewinnmaximierung. Und das ist nicht mehr und war es wahrscheinlich noch nie ein gemeinschaftliches Handeln. Das heißt also Gewinnmaximierung für wen? Wir sehen hier, mitten im Urwald hat sich
auch der Mensch schon breit gemacht. Und es war wahrscheinlich keine Nächstenliebe oder Forscherdrang, der diese Strukturen hier geschaffen hat, sondern Profitgier. Es geht hierbei nicht um Holz, sondern um Öl. Aber was soll das? Warum verhalten wir uns so? Wer macht das? Es geht gleich weiter. So, weiter geht's. Kleiner Nachtrag noch zum eben Gesagten. Es ist auch nicht immer so einfach oder schwarz-weiß, was die Betrachtung angeht, in allen Bereichen. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, es gibt auch so eine Art Mythos der harmonischen Naturvölker, als ob die alle im Einklang mit der Natur leben und hohe moralische Werte hätten. Und dieser Mythos wurde hauptsächlich im Westen etabliert. Und da gibt es auch krasse Beispiele, die diesen Mythos zerstören. Sprich, Berichte über sehr unmenschliche Praktiken oder Gesellschaftsformen, die bei gewissen Naturvölkern gang und gäbe waren und sogar noch sind. Also, das ist alles immer etwas verschachtelter. Nächster Mythos wäre zum Beispiel, wenn in der Presse über die brennenden Urwälder berichtet wird und es stimmt gar nicht, sondern es soll nur ein Schuldkult-Narrativ bedienen. Auch das gibt es. Ein Text von Norbert Klein. Gopal, Norbert Klein. Vielen Dank. Ich bediene mich da einfach mal, lieber Norbert. Was wir feststellen müssen: Das System kennt keine Gnade. Es geht über Leichen. Es quält alte, gebärende Kinder. Es quält den Menschen. Es ist nicht an der Wahrheit interessiert. Es ist nicht an Dialog interessiert. Es ist durch und durch böse. Es ist aber nicht dumm, sondern hochgradig intelligent. Es verschleiert seine wahren Absichten und es hält sich nicht an seine eigenen Gesetze. Es nutzt Lakaien an zentralen Führungspositionen der Gesellschaft. Es hat alle großen Medienhäuser unter seiner Kontrolle. Es hat alle Instanzen, denen die Bevölkerung vertraut hat, unterwandert. Wer sich nicht unterwirft, wird lächerlich gemacht und gehetzt. Es arbeitet mit Schuld und Angst. Es sorgt dafür, dass die Menschen sich hassen durch die Angst und bekriegen. Das ist eine globale Religion. Es zerstört alles, alles. Und zum Schluss sich selbst. Das Böse wird sich selbst vernichten und der positive Wandel ist nicht mehr aufzuhalten, würde ich da hinzufügen. Nun noch ein Text von Theodor, den er mir zugesandt hat und den ich gerne verwenden darf. Und das tue ich hiermit. Vielen Dank, Theodor. Epilog zu Terra Gaia. Warum Epilog gleich Nachwort? Die Geschichte der 3D-Welten, unserer Erde und ihrer Parallelwelten, ist aus Sicht der zeitlosen fünften Dichte bereits geschrieben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sind dort gleichzeitig existent. Einem in der Materiewelt Lebenden ist es aber ebenso möglich, transjektive Wahrheiten zu erfahren und in die Zukunft zu schauen. Man verknüpft die reelle Vergangenheit, nicht das uns vermittelte gefälschte Geschichtsbild,
mit dem gegenwärtigen Geschehen und kann so die das Weltgeschehen steuernden Hintergrundmächte erkennen. Habgier und Machtbesessenheit der sich Elite nennenden Psychophagen haben diese Zivilisation an einen Point of No Return geführt, der in ihre komplette Auslöschung mündet. Sie nennen es verdeckt The Great Reset. Aufgrund von Wissenschaftsmärchen haben sich alle Bevölkerungen dieses Erdkreises ihrer gesamten Menschenrechte berauben und freiwillig in ein selbstbereitetes Gefängnis einsperren lassen. Selbst die sich täglich krassesten widersprechenden Nachrichten und erlogenen Statistiken sind nicht in der Lage, die sich in der Mehrzahl befindenden Schlafenden auch nur ansatzweise misstrauisch werden zu lassen. Sie verschließen sich jedweder gesunden Logik oder brechen in blinde Aggression aus, wenn sie sich mit der Wahrheit konfrontiert sehen. Eine Vielzahl von Propheten hat diese Zeit der Offenbarungen angekündigt, in der die Selektion von empathisch geistbeseelten und den aus Lehm geformten seelenlosen Imitaten erfolgt. Frei nach Goethes Zauberlehrling lässt sich die derzeitige Situation recht gut so beschreiben: Die Geister, die sie riefen, werden sie nie mehr los und sind dereinst ihr Untergang. Niemand auf Erden ist in der Lage, diese Geister wieder zu bändigen, noch den an Tier, Mensch und Natur begangenen Frevel und Schaden zu beheben. Das in der Heiligen Schrift prophezeite Chaos und die Drangsal sind notwendig, damit so viele wie möglich erwachen und zum Schöpfer zurückfinden. Nur Menschen mit Spirit und reinem Herzen gelangen an die zum ewigen Leben führende enge Pforte. Den schmalen, mit Steinen, Fallen und Gruben bewehrten Weg dorthin werden nur willensstarke und nach der Wahrheit strebende Menschen bezwingen können. Wer an diese Pforte gelangen möchte, sollte folgende Eigenschaften entwickeln: Frühzeitiges Trainieren des Willens und des Mutes, Schulung von Unterscheidungsfähigkeit zwischen Recht und Unrecht, die Bereitschaft zu dienen und uneigennützige Hilfe zu leisten, hinderliche Lebensmuster in neu freimachende Wandeln, die Befreiung von Süchten jeglicher Art, selbstgesteckte Ziele beharrlich verfolgen, nichts als gegeben akzeptieren und alles hinterfragen, unablässig nach der Wahrheit suchen und wahrhaftig leben, die Schöpfung achten und sie lieben lernen. Die Herrschenden wissen, dass die Gewährung der Freiheit des Willens ein ehernes kosmisches Gesetz und eine Zustimmung zu ihren Plänen notwendig ist. Deshalb erschufen sie die fiktive Person, unter deren Deckmantel der lebendige Mensch in die Matrix eingebunden wurde. Mit unzähligen Verordnungen, ungültigen Gesetzen, Zins und Wucher sowie diversen Konsumverlockungen wurde die Menschperson in ein gigantisches Spinnennetz gewickelt und ihrer Lebenskraft beraubt. Diese Welt wird von Frau Blendwerk und Herrn Wahnwitz regiert, deren komplette Geschichte inklusive des Kalendariums umgeschrieben wurde. Auf zahlreichen Kanälen sind stichhaltige Beweise für die in der Genesis beschriebene ruhende, flache Erde erbracht. Doch an das mittels CGI-Grafiken erstellte völlig absurde Globusmodell wird immer noch geglaubt. Man könnte noch so laut vom höchsten Berg über den Erdkreis rufen: Erkennet die Lügen und kehret um in das Haus eures Herzens. Sie würden es weder wollen noch verstehen. Auch die Leugnung des Allmächtigen wird nicht verhindern, dass der Lauf der Welt geändert wird, denn alles Verborgene wird demnächst vor seinem Gericht offenbart. Diese Spezies Mensch ist mit vergiftetem Wasser, degenerierten Nahrungsmitteln, tödlichen Impfungen und stark traumatisierenden Kriegserlebnissen nicht zu besiegen gewesen. Doch durch die von den Medienkartellen initiierte Angst vor einem nicht existierenden Gift mit der Bezeichnung Krone bindet sie Maulkörbe um und begibt sich freiwillig in einen Quarantänekerker.
Nun überspringe ich zwei, drei Zeilen. Unser Weg führte durch nahe und ferne Weltgegenden, brachte uns mit vielerlei Menschen zusammen. Doch nichts und niemand konnte das Verlangen nach wahrem Frieden und vollkommener Freude stillen. Ob du dir es noch so gemütlich einrichtest, dich den höchsten Sinnesgenüssen hingibst, in dieser Welt kehrt sich früher oder später alles in Leid. Lass dich nicht länger vom Glanz der Welt blenden, verzichte auf Ruhm und Ehre, lerne dich selbst zu verwalten und den Begierden des Leibes zu widerstehen. Nur wer sich aufrichtig zum Leben, Gott, Christus, Allvater, bekennt, ihm in Demut und Stille dient, wird sein Reich des Lichts betreten und eine Krone bekommen, schöner und ruhmreicher, als sie die Welt jemals bieten kann. Befreie dich von allem Erschaffenen, auch von dir selber. Dann findest du im Vater den vollkommenen Frieden und die wahre Freude. Sei mit der unermesslichen Liebe unseres Vaters gesegnet. Theodor. Nun noch die Einleitung aus dem Buch Der gefälschte Mensch von G. Ulrich, Untertitel Zur Befreiung vom materialistischen Wahn oder die Suche nach dem Ursprung des deutschen Wesens, der idealistisch-deutschen Lebensordnung. Einleitung. Selbst heute noch, zu Beginn des dritten Jahrtausends, liegt uns ein Geschichtsbild vor, das angefüllt ist mit Widersprüchen und fantastischen Unmöglichkeiten, die uns in ihrer Vielzahl von der Wissenschaft als sogenannte Geschichtsrätsel präsentiert werden. Das führt letztlich dazu, insbesondere dann, wenn wir uns von den einzelnen Teilen und Details weiter entfernen, wenn wir das uns vorgelegte Gesamtbild mit Abstand betrachten, dass wir feststellen müssen, dass nicht nur einzelne Geschichtsrätsel für Unverständnis und Unklarheit sorgen, sondern dass dieses Gesamtbild solche Spannungen enthält, dass es an innersten Widersprüchen förmlich auseinanderreißt. Unser Geschichtsbild ist ein Werk, das sich selbst jedes Vertrauen nimmt und dem damit das eigentlich Wichtigste für unsere heutige Zeit vollständig fehlt, nämlich uns die Möglichkeit zu geben, aus früheren Erfahrungen lernen zu können. Nur wo ein klarer Blick nicht möglich ist, ja, wo die Wissenschaften bisher schon umfangreichste Fälschungen nachgewiesen haben, wo zielgerichtet arbeitende Manipulatoren in vielen Fällen bereits ertappt wurden, da hat eigentlich das gesamte Bild seinen Wert verloren. Vom Zweck eines daraus Lernens gar nicht zu reden. Die Menschheit befindet sich demnach in dem Zustand, weitgehend geschichtslos zu sein und für viele Zeitabschnitte einzig über einzelne gesicherte Steinchen zu verfügen, die meist recht willkürlich zusammengefügt werden bzw. werden können. Wie kann es da verwundern, dass die Unsicherheit ja sogar so weit geht, dass Geschichte gar als subjektiv auslegbar bezeichnet wird, was besagt, dass sich eigentlich jedermann seine Geschichte selbst schreiben kann. Nicht nur mit diesem Unsinn gilt es aufzuräumen, selbst wenn es uns das gesamte heutige Geschichtsbild kosten sollte. Denn heute geht es nicht so sehr um den Erhalt eines zusammengeflickten Geschichtsbilds, sondern die Zukunft der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel, beziehungsweise die aktuell herrschenden Kräfte haben sie zu ihrem Spielball gemacht. Und diese Kräfte benötigen die in ihrem Sinne zusammengebastelte Geschichte, um ihre darauf aufgebauten aktuellen Schauspielereien als Politik überhaupt glaubhaft vermitteln zu können. Die dahinterstehende menschliche Geschichte, die aktuelle Politik, wie auch die damit angestrebte Zukunft, sehen völlig anders aus, als es uns tagtäglich vorgegaukelt wird. Ich lese das nochmal.
Und diese Kräfte benötigen die in ihrem Sinne zusammengebastelte Geschichte, um ihre darauf aufgebauten aktuellen Schauspielereien als Politik überhaupt glaubhaft vermitteln zu können. Die dahinterstehende menschliche Geschichte, die aktuelle Politik, wie auch die damit angestrebte Zukunft sehen völlig anders aus, als es uns tagtäglich vorgegaukelt wird. Der große Philosoph Friedrich Nietzsche war, unter Umgehung aller Geschichte, erheblich weiter vorgedrungen, als es alle in der Historie Forschenden je vermochten. Der wohl größte Denker des 19. Jahrhunderts, in Kombination von geistiger Höhe und Breite unerreicht, hat das Christentum und die christliche Religion philosophisch demaskiert wie kein zweiter. Er demaskierte es bis zur vollständigen Nacktheit. Nietzsche war es gelungen, das Christentum zu überwinden, ohne dessen Historie überhaupt nur angetastet zu haben. Was Nietzsche in rein philosophischer Höhe leistete und zu leisten gezwungen war, dem fehlt bis heute jede Parallele in der Historie. Weshalb? Die Antwort darauf ist banal und gar nicht so erstaunlich. Weil allen Historikern zu allen Zeiten die Freiheit fehlte, wie Nietzsche sie in seiner geistigen Höhe erst fand. Wie aber hätte Nietzsches Schaffen aussehen können, wenn er nicht annähernd sein gesamtes Leben mit der Entkleidung und Überwindung des Christentums hätte verbringen müssen, wenn er gar auf historischen Wahrheiten statt auf Fälschungen hätte aufbauen können? Denn insbesondere philosophisches Denken bedarf immer einer darunterliegenden geistigen Wissensstruktur. Wenn aus dieser untergeordneten Struktur Fälschungen über und als Grundlagen heraufgenommen werden, so muss der philosophischen Suche das Auffinden der letzten Wahrheit fast immer verwehrt bleiben. Nichts aber ist Philosophen artfremder als geschichteschaffendes politisches Denken, die Konzeption des Betruges und der Manipulation. Dies allein schon deshalb, weil der Philosophie politisches Denken nicht nur zu billig und zu oberflächlich ist, sondern weil solches dem nach Wahrheiten und Sinn suchenden philosophischen Denken im Kern konträr entgegensteht. Im Sinne der Erkenntnis und Wahrhaftigkeit bilden politische Denker damit den negativen Gegenpol zu allen philosophisch Suchenden. Und dieser Gegenpol hat auch von Nietzsches Geisteskraft große Teile aufgebraucht. Philosophisches Denken hat die Verlockung der Freiheit. Politisches Denken dagegen ist eine knechtische Leistung. Eine Dienstleistung für die Macht, von der der Denker existiert und von der er sich eine Belohnung für seine Leistung verspricht. Wie viel schöner, wie viel genussvoller ist es doch, freier Philosoph statt Handlanger des Betruges zu sein. War vielleicht das Bedürfnis nach geistiger Freiheit der eigentliche Grund dafür, nicht nur in Bezug auf die großen deutschen Denker, dass politisches Denken in Deutschland so unterentwickelt war und ist? Sind die Germanen und der heute deutsche Teil ihrer Nachkommen immer wieder nur an ihrem inneren Freiheitsbedürfnis gescheitert? Da die Freiheit der höchste im sogenannten deutschen Wesen über die Jahrhunderte und Jahrtausende getragene Wert ist, so war es offensichtlich immer und zu allen Zeiten das deutsche Wesen, was, mit wenigen, dann aber exzellenten Ausnahmen, allen Deutschen das Verständnis von Politik so unbegreiflich machte. Für dieses Buch musste folglich eine politische und keine philosophische Betrachtung gewählt werden. Denn es sind nicht philosophische, sondern politische Wahrheiten und Zusammenhänge, auf denen dann kluge Köpfe gern ihre Philosophie aufrichten mögen, die es zu finden gilt. Politik aber fährt, und dies nicht erst seit heute, sondern seit es Politik in konzeptionell geplanter Form überhaupt gibt, wie wir noch sehen werden, schon seit vielen hundert Jahren immer zweigleisig. Während politische Machenschaften einzig nur auf zum Teil recht einfach zu durchschauenden Lügen und Fälschungen aufgebaut, ganz gleich wie intensiv und dauerhaft sie auch wiederholt und verbreitet werden, ganz gleich mit welcher Willkür und welchem Terror ihre Aufdeckung auch verhindert wird,
womit nicht zuletzt auch von der Auffindung des zweiten Gleises abgelenkt werden soll, so wäre damit kein längerfristiger Erfolg zu erzielen. Sie könnten keinen Bestand haben, sie würden am innersten Widerstand aller Menschen scheitern. Was allen politischen Fälschungen, Lügen und Heucheleien erst zu ihrem heute andauernden Erfolg verhilft, ist die materialistische, die weltanschauliche Zwangsjacke, in die jeder einzelne Mensch geistig und auch körperlich gepresst wird, sobald er das Licht der Welt erblickt. Erst die begleitende psychologische Manipulation zwingt zur Schizophrenie und die wiederum verleiht erst dem tagtäglichen politischen Lug und Trug seine Standfestigkeit und Akzeptanz. Mit diesen geistigen Manipulationen wird die materialistische Weltanschauung als alternativlos hingestellt, so als gäbe es nichts anderes. Denn nur über die dem Menschen aufgezwungenen materialistischen Werte, vom individuellen Streben nach Wohlstand und Erfolg, bis dahin sich selbst, seine ihm mit allen Mitteln untergejubelten Bedürfnisse und seine Existenz als das Wichtigste anzusehen, wird die individuelle Bereitschaft erzeugt, jeden Lug und Trug zu akzeptieren, zumindest aber sich mit ihnen zu arrangieren, solange dies nicht seinem persönlichen Wohlergehen abträglich ist. Letztlich wird so jeder Einzelne über seine materialistische Weltanschauung zum käuflichen Objekt gemacht, das sich selbst jede Kritik an der politischen Menschenverachtung verbietet, verdankt er doch einzig diesem seinen Wohlstand und seine Existenz. Und selbst die, die heute noch meinen, irgendwo eine für sie erträgliche Überlebensnische gefunden zu haben, die werden bald feststellen, dass selbst die kleinste Nische zusehends zum Schleimbeutel wird. Der ursprünglich als freier Mensch geboren wurde, ist gefangen in einem Weltanschauungsnetz, dessen einziger Zweck ausschließlich darin besteht, ihm seine Freiheit zu nehmen, ihn zu beherrschen und damit um alles zu betrügen, was ihm als Mensch in die Wiege gelegt wurde. So wurde aus dem Mensch bis heute vielfach eine fremdgesteuerte, funktionierende Robotkreatur. Jedem, der in den Spuren seiner Altvorderen wieder als Mensch in seiner natürlichen Umwelt leben will, wobei dieses Wollen genau von diesen Altvorderen als sogenanntes Schicksal in jedem Menschen erblich vorgeprägt ist, wie es die Vererbungs- und Genforscher längst herausgefunden haben, ist es folglich zur ersten Aufgabe gemacht, sich von der ihm aufgezwungenen materialistischen Weltanschauung, welche auch immer das sein mag, zu befreien, gleich welche Opfer es kostet. Der Gewinn wird jedes Opfer ausgleichen und weit übertreffen. Denn der Gewinn, so man das Resultat denn so bezeichnen will, liegt darin, endlich Mensch in Harmonie mit seinen in seiner Seele eingelagerten uralten menschlichen Werten und seiner ihm bewussten natürlichen Umwelt geworden zu sein. Nun noch ein paar Buchvorstellungen, um zu zeigen, dass es zwischen diesen scheinbar unterschiedlichsten Themenbereichen immer Schnittmengen und Gemeinsamkeiten und Überschneidungen gibt. Zunächst mal zwei Bücher, die ich ja schon angekündigt hatte, einzusprechen, die aber leider auf der Strecke geblieben sind. Vielleicht hole ich das noch nach. Gibt es Menschen ohne ein Ich? Von Erdmut Johannes Grosse. Er war ein Rudolf Steiner Schüler. Ich habe auch einiges Kritisches über Rudolf Steiner gehört in den letzten Monaten, was ich auch zur Kenntnis nehme. Hier sind dennoch sehr interessante Denkanstöße enthalten. Dann, was leider auch auf der Strecke geblieben ist, was ich angekündigt hatte, Das Licht der hohen Götter von G.A. Sidorow. Es ist so, dass eben der Dialogstil, in dem das geschrieben ist,
für den Zuhörer schwer verständlich ist, wenn ich das alleine einspreche, weil die Erzählperspektiven ständig hin und her springen und das nur mit mehreren Sprechern und Sprecherinnen, sagt man das, gut verständlich realisierbar ist. Ich hatte jemanden gefunden, der hatte Interesse gezeigt, aber der hat sich jetzt nicht mehr gemeldet. Falls du es jetzt siehst, melde dich doch mal. Ich will dich aber auch nicht nerven damit. Wahrscheinlich hast du Wichtigeres zu tun. Es ist trotzdem noch mal gerne empfohlen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt in vorherigen Videos von mir. Dann, das hat mir meine Liebste geschenkt, das Enneagramm. Die Originalausgabe von 1989, die neun Gesichter der Seele. Wobei die Autoren hier ja auch nur das von Gurdjieff in die westliche Welt gebrachte Modell des Enneagramms beschreiben. In meiner Telegram-Chatgruppe haben schon einige Menschen sich darüber ausgetauscht, die sich wohl auch schon intensiver damit beschäftigt haben. Wenn ihr Interesse habt, darüber zu sprechen, können wir das tun. Dann hatte ich mir bestellt vom Dr. Med. Holger Berges das Wissen der neuen Zeit. Ein interdisziplinärer Ansatz für Heilungsmethoden und auch lesenswert, weil es eben ja übergreifend das Thema Heilung betrachtet. Dann noch drei dicke Wälzer, zwei aus dem Nachtschatten Verlag, einmal Markus Berger, DMT, Forschung, Anwendung, Kultur. Und Stanislav Grof, Der Weg des Psychonauten, Band 1. Sehr interessant. Und Gerd Schulze Ronhoff, 1939, Der Krieg, der viele Väter hatte, der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg. Des Weiteren wurde mir empfohlen Neville Goddard. Jetzt habe ich es nicht mehr geöffnet. Die Realität ist das einzige, Bewusstsein ist die einzige Realität. So rum, Entschuldigung. Da wollte ich auch was vorlesen draus. Aber nun noch ein Buch, an dem ich wirklich schon sitze und das ich auch verfilmen werde und von dem ich auch schon die Hälfte etwa eingesprochen habe. Die O'Era Linda Chroniken, die O'Era Linda Handschriften vom Herausgeber Harm Menkens aus dem Lühe Verlag. Und glaubt nicht, was bei Wikipedia steht. Denn der Artikel bei Wikipedia ist erstens mal sehr kurz, zweitens mal enthält er unbewiesene Behauptungen und drittens mal geht er nicht auf die Aspekte ein, die für die Echtheit dieser Handschriften sprechen. Es geht hier um die Frühgeschichte Europas und seitdem 1872 der Gerhardus Othema diese Schriften zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, gab es einen Streit unter den Experten über die Echtheit und schon kurze Zeit danach war es so, dass jeder, der seinen guten Ruf als Wissenschaftler bewahren wollte, sich nicht mehr getrauen konnte, an die Echtheit zu glauben, beziehungsweise das öffentlich zu verkünden. Es gilt also kurz gesagt seitdem als Fälschung. Und es ist zwar richtig, dass diese Blätter, die in der Bibliothek in Leeuwarden in Holland aufbewahrt werden, tatsächlich auf Papier aus dem 19. Jahrhundert verfasst sind,
Jedoch kann der Autor anhand vieler, vieler, vieler einzelner Beispiele stichhaltig nachweisen, dass es eine Fälschungsaktion seinerzeit gegeben hat. Und der Herr Othema hat an die Echtheit geglaubt und dem Herr Othema müssen auch die echten Originale vorgelegen haben, denn es wurde eine Abschrift erstellt und diese wurde dann auf alt getrimmt und den Experten vorgelegt zur Begutachtung. Und natürlich musste dann herauskommen, dass sie das als Fälschung bezeichnen, denn es war ja tatsächlich nur Papier, das damals keine 25 Jahre alt war. Jedoch haben diese Fälscher Fehler gemacht. Und hier in diesem Buch werden eben die Unterschiede aufgezählt. Das heißt, der Herr Othema, der das zuerst veröffentlicht hat, dem haben die Originale aus dem 13. Jahrhundert vorgelegen. Und den Fälschern sind Fehler unterlaufen bei der Abschrift. Des Weiteren hätte, wenn es damals in den 1860er Jahren komplett neu verfasst worden wäre, also als Fälschung, und bei Wikipedia steht, es sei eine Satire, eine Parodie auf die Bibel gewesen. Das kann auch widerlegt werden, denn der Fälscher damals hätte hellseherische Fähigkeiten haben müssen. Denn hier inhaltlich in den Schriften sind Sachen enthalten, die man zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wusste, die sich erst durch archäologische Funde und ähnliches dann herauskristallisiert haben. Also, selbst wenn das eine Fälschung wäre, wäre es doch allergrößte Weltliteratur. Und es sind sehr interessante Texte. Ich muss aber den Herausgeber, Herrn Menckens, noch kontaktieren, ob ich denn seine Beweisführung auch veröffentlichen darf. Ich gehe mal davon aus, aber ich frage lieber vorher nach. Darauf könnt ihr euch also freuen. Und das wird also mein nächstes Video sein. Mein nächstes größeres Projekt. Thank you.